Moin moin, liebe Shakes and Fidget Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns den Schmutz hier wieder an heute am Freitag. Denn es ist der 5. oder 6. Anlauf in der verkackten Sonnenbrandwüste, um the fuck zu bekommen. Man kann dir freitags tagsüber in der Sonnenbrandwüste begegnen. Wir haben tagsüber... Auch habe ich es extra auf Englisch gestellt, um mir die Scheiße zu geben. Can be found in Busted Lands on Friday during the day. Ist auch häufig. Sonst wird da stehen, kann die eventuell bla bla bla, irgendwie sowas. Und es ist der 6. Anlauf in dieser Hurenwüste. Und es kommt einfach nicht. Bin so sauer auf das Spiel. Ohne Witz. Fast 100 Ausdauer verbraten. Junge, ist der mit euch? Als wäre das, weiß ich nicht, ein Entei oder sowas. Blöde Scheiße da. Ich raste aus, Alter. Fick das Spiel wirklich. Dann kann ich besser Heyday spielen oder sowas. Da weiß ich, was ich für mein Geld bekomme. Schmutz. Na egal. Wollen wir uns nicht aufregen. Ich hoffe, euch geht's gut. Und erst einmal vielen, vielen Dank für den ganzen Zuspruch. Super Mike hat's wieder hier verballert, aber ist nicht schlimm. Vielen, vielen Dank für den Zuspruch auf das Video von gestern. In der Tat sind da nochmal ein, zwei Leute gegangen. Wir waren jetzt bei 45. Wollen wir mal bei 46 oder so, glaube ich. Okay, muss ich mir nachher nochmal durchlesen. Will ich jetzt nicht im Video machen. Aber irgendjemand ist auf jeden Fall gegangen. Aber ist nicht schlimm. Bin es jetzt mittlerweile gewohnt. Wenn das noch ein bisschen durchziehen. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier noch großartig irgendwelche großen Sprünge machen werden. Ich werde Stand jetzt auf jeden Fall hier in der Gede bleiben. Ich werde nicht verlassen oder so, nur damit ich noch mal bessere Videos machen kann und so weiter und so fort. Der Zug ist eh abgefahren. Und deswegen, naja. Müssen wir mal schauen, wie es am Ende wird. Aber ich werde da meinen Prinzipien treu bleiben, dass ich nicht großartig irgendwo irgendwie anfange bei Gilden die Leute abzuwerben und so weiter und so fort. Das, ich weiß nicht. Also für mich gehört es jetzt einfach nicht. Aber naja. Was weiß ich denn auch schon? Ich wollte gerade sagen, ihr wächst noch 50, wenn ich schon direkt auf 1,8 mache. Denn in diesem Video geht es wieder darum, dass wir oder dass ich euch die Möglichkeit geben möchte, dass ihr wieder Pilze gewinnen könnt. Nicht über den Steam Store. Ne, hier unten müssen wir hin. Sondern über einen Webshop und so weiter. Ihr kennt das Spielchen mittlerweile mit der Charakter-ID und PayPal und so weiter und so fort. Dass ich entweder die ID brauche oder eure PayPal-E-Mail-Adresse. Die Charakter-ID am besten von den Charakter, wo ihr die Pilze haben möchtet. Damit die gut geschrieben werden. Ich möchte wieder zwei Leuten die Möglichkeit geben, 50 Pilze, beziehungsweise ja dieses Wochenende sogar 60 Pilze zu bekommen. Und dazu wie immer einfach Hashtag Pilze in die Kommentare ballern. Gerne auch ein Like mit da lassen. Würde mich sehr drüber freuen. Und könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr Nagede treu bleibt, wenn ihr in einer seid. Oder wenn ein besseres Angebot kommt. Ihr müsst euch jetzt nicht bloßstellen oder so. Ne? Wenn ein besseres Angebot kommt, ob ihr dann halt wechselt, weil es euch... Ja, ich sag einfach mal, egal ist.
was denn mit den anderen Leuten ist, weil es sind ja quasi eh Fremde. Ne? Würde mich mal interessieren. Andere vielleicht auch. Ich will niemanden verurteilen oder sonst was. Ne? Darum geht es mir nicht. Ich möchte einfach nur vielleicht die Leute so versuchen zu verstehen. Wir sitzen übrigens wieder um 27, ne? Gestern ja schon erzählt, das ist eine Uhrzeit für mich, die nicht so schmeckt, aber muss halt mein Sohn aus dem Bett. Prügeln wäre jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber aus dem Bett quälen, kann man sagen. Er ist darüber nie so erfreut. Aber naja, mussten wir alle durch. Und jetzt, ja, sitzen wir hier, ne? Um darauf nochmal zurückzukommen, jetzt ist wahrscheinlich schon zu spät, weil ich krieg jetzt wieder Samstag die Nachrichten mit den Pilzen und so weiter und so fort. Natürlich, wie immer, von 15 bis 20 Uhr. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Samstag und so bringt das nichts mehr. Ich sehe schon wieder kommen. Ja, ich glaube auch, das ist Absicht. Ich sag euch, wie es ist. Safe ist das Absicht. Man stirbt doch einfach direkt. Ne, ich habe mir ein paar Dinge aufgehoben. Ich habe schon wieder vergessen, wo die höchste Chance war. Auf jeden Fall haben wir ein paar Dungeons, wo wir durchprügeln können. Richtig nice. Guck mal, jetzt kommen wir hier auch den nächsten freischalten. Den Frostbluttempel. Super duper cool. Guck mal, kriegen wir einen. Oh, wahrscheinlich nicht. Oh, da gab es eine Waffe für Bertram. So, wir müssen jetzt erstmal hier abgehen. Und dann ist das eine Allstadt-Waffe. Ich heu gleich, aber die ist so viel stärker als die normale. Okay. Nehmen wir es mit. Wie viel haben wir hier eigentlich noch? Ah ja, wir haben genug Eier. Holy shit. Oha. Da ziehen wir uns doch direkt den Gürtel mal an. Auch wenn das ein Legendary Gürtel ist, aber bringt uns ja nichts. Müssen wir allerdings leider einen Sockel drauf machen. Mach's gut, legendärer Gürtel. Wieder für Bertram eine Rolle Klopapier. Da kriege ich direkt Flashbacks an den Klopapier-Song. Gönne ich mir nach dem Video erstmal. Eine Allstadt-Rüstung. Ah, nehmen wir mit. Was soll der Geiz? Hebt mir das extra immer für die Freitag-Videos auf. Das ist ganz nice. So weiß ich, dass ich denn, wenn, immer ein bisschen was schaffen kann. Mal gucken, wie es der nächsten Freitag ist. Ob es da dann genauso ist. Oha. Also diesmal hat das echt gegönnt hier für unsere Kunigunde, die ja beim ersten richtig harten Try so ausgestattet werden konnte. Na, ich glaube. Oh nein, guck mal, ist auch witzig. Ne, Holz voll, Stein. Ah, hier dauert noch ein bisschen. Hier speichert auf das Herz der Finsternis 10. Also Kunigunde wurde beim ersten Mal, als wir das so freigeschaltet haben mit dem Märchenturm und so, konnte die richtig gut ausgestattet werden. Oh. Schafft man jetzt den Vulkangeist? Mal irgendwas gucken. Doch, läuft. Okay. Wird schwierig, denke ich. Und da fällt mir gerade was auf. Haben wir denn hier? Oh, den Gürtel. Warte mal. Vielleicht gibt es da noch eine Sonnenbrandwüste. Ich liebe es, mich selber auf die Schippe zu nehmen. Aber wenn das dann andere machen, ist noch mal was anderes. Kennt ihr das Problem? Hä? Ich muss das unbedingt in der Aufnahme nachgucken.
Das war doch nicht die Sonnenbrandwüste. Das war doch irgendeine andere Scheiße. Da ich so oder so keinen Wert auf die ganzen Guides lege, wollte ich so oder so da Pack leveln. Das war doch hier sowas. Oder bin ich jetzt komplett los? Genau, da wollte ich eigentlich hin. Oh ne, komm, aber mich nicht vor. Das war lieber als die Sonnenbrandwüste. So. Gegenstand ist verzaubert. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier sehr nice den Dungeon abschließen können. Haben wir jetzt... I don't know. Bei mir bringt's war auch nichts, ne? Dann können wir hier den Unsichtbaren gegen wegpacken. Vielleicht ein, zwei Ebenen im Turm noch mitnehmen. Okay, es wird bei einer Ebene bleiben. Oh nein! Ah, das ist ja wieder frech. Okay. Dann eben nicht. Na, nee, hier müssen wir einen Sockel drauf machen. Das wäre mir zu teuer an dieser Stelle. Okay, Märchenturm war nur einer. Dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, Bären zu besiegen. Oha. Bitte sag mir, dass das Wahnsinn ein Dreier ist. Aber der Damage ist so stark, dass ich da fast denke, dass es trotzdem reicht. Müsste halt mal gucken, wir haben den 10-mal verbessert natürlich. Hier gehen wir auch auf Pilze. Blülülü. Okay, wir gehen hier erstmal auf 5, damit wir noch sparen. Unsere Waffe verbessern. Na, Metalle werden knapp. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt von Damage, ja. Das ist schon mal extrem nice. Und dann haben wir noch einen Hut. Leider ein Oysterhut, aber einer, den wir vorher noch nicht bekommen haben. Ah, das ist jetzt auch für äußert nur, ne? Und wir müssen einen Sockel drauf machen. Weiß nur nicht, ob uns das einen... Sorry, Slot im Sammelalbum der Akribie gegeben hat. Da habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt ist die Frage, Moto mit dem Knüppel ist wahrscheinlich wieder so ein Ding der Unmöglichkeit. Dann haben wir auch im Drachenhort die Möglichkeit... einen Drachen zu kloppen. Das haben wir dann auch gemacht. Und theoretisch haben wir sogar die Chance, den Hut wegzubekommen. Mit dem wischen wir dann den Boden. Wisst ihr? Angelehnt auf die Waffe. Aber... ah, doch, jetzt hat es geklappt. Auch... könnten wir heim da angehen. Sehr nice. Aber viel weiter kommen wir leider nicht. Headcorp, wir kommen vielleicht auf 271, aber es ist außerhalb des Videos. Sehr wahrscheinlich, wenn wir ein paar Expeditionen machen, dann sind wir nochmal in Frekos Nähe. Hab gerade geguckt, aber die mit mir so auf einem Level waren, die sind... gegangen. Deswegen bringt das da gerade nichts mehr zu schauen.
Und dann war es das auch tatsächlich von den Dungeons jetzt erstmal. Im Wirbelsturm, ja klar, aber da versuche ich einfach immer mit Freetwise weiterzukommen. Da wollte ich jetzt hier nicht durchpilzen. Das ist mir da dann nicht so wichtig, sage ich mal. Das sind immer ein paar zusätzliche Extra-P, freue ich mich drüber. Hier geht's, joa, ja, nicht schleppend voran. Schmiede ist halt Stufe 10 und der Ausbau ist ungefähr dasselbe. Oh nein, Mann, auf 77, die hätte doch auch gewinnen können. Ja. Und manchmal ist hier schwierig, ne? Ich nehme ja immer hier die normalen Angriffe mit, so wie es eigentlich, glaube ich, jeder macht. Aber es geht, ja, mal gut voran, mal schlecht voran, so wie man es halt kennt. Irgendwie viel brauchen wir? 39. Eigentlich sollten wir, okay, ne, mit 2,7 gewinnen wir da keinen Blumentopf. Manchmal denke ich mir, boah, easy. Und dann ist wieder reingeschissen. Ja, heute Abend können wir es denn starten. Das Herz der Finsternis auf 10. Richtig, richtig cool. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle wieder. Ging jetzt auch lang genug. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn sich's anfangs nicht danach angehört hat. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Und denkt an das Gewinnspiel. Ich wünsche euch viel Glück dahingehend. Ich werde noch auf der Arbeit sein, wenn das Gewinnspiel startet, aber abends pünktlich zum Stream oder halt ein bisschen früher werde ich es auflösen, damit ihr das Event eventuell noch gut spielen könnt. Auf Twitch könnt ihr gerne vorbeischauen, Final Fantasy 8 wird gespielt. Einfach einen gemütlichen machen und eventuell mit euch schnacken, wenn ihr Lust habt. Gerne auch über Shakes und Fidget, bin da relativ flexibel. Bei den Gesprächsthemen oder irgendwas anderes, was euch beschäftigt, könnt ihr gerne vorbeischauen und ja, wir verbringen gemütlichen Abend miteinander. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Morgen bzw. Sonntag erwartet euch hier wieder ein Stadion-Vlog. Schalke gegen Düsseldorf. Toi, toi, toi. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.